Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Professor Layton und das Vermächtnis von Aslant. Was im letzten Part passierte, wird nun erklärt. Was bisher geschah. Ein Kind aus Alsomnia behauptet, dass ein Vogel auf dem Hügel wohnt, der über die Stadt wacht. Ob dies der Phönix ist? Um diese Kreatur zu Gesicht zu bekommen, begeben sich unsere Helden zum Hügel. Ein Ort, den die Kinder meist meiden. Ja, wer sich noch erinnert an den letzten Part, der weiß ja, der ist schon ausgezeichnet für die komischen Fails, was Aufnahmen und so betrifft. Meine Kamera ist tatsächlich zweimal ausgegangen. Einmal mit einem Rätsel, als ich es lösen wollte, dann ist es mir rechtzeitig aufgefallen. Und dann zweiten Mal kurz vor Ende des Parts eigentlich und dann musste ich nochmal manuell noch die Verabschiedung machen. Ja, ich habe das Rätsel gelöst, habe dafür meine Pirat bekommen, aber da gab es nur ganz kurzen Dialog zwischen Professor Layton und Emmy über diesen Nachtfalter. Und mehr habe ich dann auch nicht gemacht. Also ich wollte mich eigentlich verabschieden, habe dann gemerkt, die Kamera war aus. Hoppla. Naja. Meine Lieben, ich denke mal, hier haben wir soweit alles erkundet, glaube ich. Ich glaube, wir haben auch schon alle Hinweismünzen hier, oder? Und dieser süße Igel, der hier immer noch rumschwebt. Naja. Ja, wir suchen nach dem Phönix, denn wir dürfen nicht vergessen, die gesamte erwachsene Bevölkerung hier in der Gegend ist in einem Tiefschlaf im Moment. Und da ist die letzte Hinweismünze. Und niemand weiß, wie man sie aufweckt, außer dieser eine Umid, der vermutet, es hänge mit dem Phönix zusammen, dessen Tränen wir brauchen, damit sie aufwachen. Also gehen wir mal hoch zum Hügel. Also zum Berg. Phönixruhe, so hieß der. Okay, so sieht's hier aus. Und hier ist ein Vogel, den spreche ich gleich mal an. Der sieht mir ein bisschen auffällig aus. Erstmal Hinweismünzen. Ich werde, den muss man ansprechen, damit man hier weiterkommt. Und ein Frosch. Nee, das ist ein Grashüpfer, meine ich. Na gut. Sonst noch irgendwelche Hinweismünzen? Wo seid ihr denn? Irgendwo im Gestrüpp vielleicht? Ich finde euch. Hier ist nichts von mir sicher. Vielleicht kommt ein langer Arm da hinten ran. Eine missratene Skulptur. Das stimmt, die ist missraten. Da ist die Hinweismünze. Mit unserem langen Arm kommen wir da ja ran. So. Hier vielleicht? Achso, müssen wir so ansprechen. Na gut. Die Bauweise jenes Gebäudes dort. Zweifelsohne besteht zwischen Alsomnia und der in Aslanti eine Verbindung. Könnte der Phönix sich darin verstecken? Das erscheint mir höchst unwahrscheinlich. Puh, Erwachsene denken immer viel zu viel. Das ist einfach nur eine alte Zisterne. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Was passiert jetzt, wenn ich das nochmal anspreche? Das ist eine alte Zisterne. Nennen wir das so? Ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Oder Zisterne. Nee, das glaube ich nicht. Zisterne. Um sie sollten wir uns wirklich keine Gedanken machen. Suchen wir besser den Phönix. Na gut, mein Freund. Aber zuerst. Da ist die letzte Hinweismünze. Alles klar. Dann können wir jetzt auch mal den Geier ansprechen. Hallo. Ist der Bildschirm noch gerade? Okay, so, ne? Seht nur, ist er das? Ist das der Phönix? Eigentlich sind Phönixe doch etwas größer, oder nicht? Greif. Oh, entschuldige, wir wollten dich nicht stören. Wir hatten gehofft, hier den Phönix zu finden. Bist du das? Nee? Nee. Oh, aber du wohnst hier schon sehr lange, nicht wahr? Nee. Das ist irgendwie tollwütig, kann er sein. Ah, du warst also auf ihn. Du wartest also auf ihn. Und du sagst, er glitzert? Das klingt wirklich mystisch. Dann ist er bestimmt der, den wir suchen. Der gute Mystische. Weißt du denn, wann er zurückkommt? Wir würden ihn auch sehr gern treffen. So lange können wir leider nicht warten. Aber woher weißt du denn, dass er in der Nähe ist? Oh, du musst ja wirklich einen beeindruckenden Geruchssinn haben. Hast du überhaupt eine Nase? Hört sich wirklich tollwütig an. Er ist da drin, meinst du? Das klingt eher unwahrscheinlich. Ich glaube, das ist eher ein Schleusentor. Hä? Weißt du, das ist ein Tor, das Wasser... Ach egal, das ist nicht wichtig. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Interessant. Nun, Luke, was hat er gesagt? Er heißt Greif und ist nicht der Phönix. Aber hier gibt es einen viel größeren Vogel, der am ganzen Körper glitzert. Ein noch größerer Vogel? Aber wie können wir ihn am besten finden? Greif sagte, er hat ihn einmal gesehen, als er auf die Stadt geblickt hat. Vielleicht finden wir dort weitere Hinweise. Also, wir haben hier auch im schönen Dorf da
diese Statue gefunden, ob wir damit irgendwie was machen können. Ach, hallo. Na, schön euch zu finden, euch zu sehen, Jungs. Na, wie geht's euch? Was machen Sie denn hier? Ich wette, Sie wollen auch zu dem Phönix auf dem Berg dort. Geben Sie es zu. Genau da wollen Sie hin. Tatsächlich waren wir bereits dort. Ein wirklich eindrucksvolles Gefieder hat dieser Vogel. Ah, fast hätten wir ihn als Erste gesehen. Und das, nachdem wir so viel Zeit in dieses Rätsel gesteckt hatten. Los, los, Agent Specht, schnell, sehen wir uns den Phönix an. Du solltest weniger herumhüpfen und besser zuhören, Agent Sperling. Sie haben das Ei bereits. Man kann nie wissen, vielleicht legt der Phönix ja noch ein Ei für uns. Fragen kostet doch nichts. Der Phönix legt Eier? Ich eiere dann schon mal los. Was habe ich dir über kopfloses Davonrennen gesagt, wenn du schon wieder in einer Fallgrube stürzt? Schon wieder eine Fallgrube? Und es weg ist er. Sie wollen tatsächlich diesen Vogel dazu bringen, ein Ei für Sie zu legen? Das dürfte recht schwierig werden. Greif es nämlich ganz sicher ein Männchen. Naja. Eigentlich wollte Professor Litten Sie nur wieder dahin locken. Gut, so, wie sieht's hier aus? Ich fürchte, das ist ein ziemliches Dilemma. Wir haben noch keinerlei Fortschritte auf unserer Suche nach dem Ei gemacht. Wenn wir eine Person mit Kenntnissen im Städtebau finden könnten, wäre das sicher äußerst hilfreich. Das wird in nächster Zeit nicht möglich sein. Bisher habe ich hier noch niemanden gesehen, der älter als Umid ist. Und wir haben nur einen einzigen Hinweis. Wir suchen einen großen, glänzenden Vogel. Wo sollen wir nur auf unsere Suche beginnen? Moment mal. Ja, Herr Kollege. Wie Umid erzählte, befinden sich alle Erwachsenen Alsomnias in einer nicht enden wollenden Tiefschlafphase. Und dennoch zeigen sich bei Ihnen, Fräulein Altava und mir keinerlei Symptome, wie die Schläfrigkeit oder Erschöpfung. Da haben Sie wohl recht. Aber was hat das zu bedeuten? Was auch immer diesen Schlaf verursacht, wird wohl nicht über die Luft übertragen. Das stimmt. Also es muss auf jeden Fall irgendwas mit den Dorfbewohnern zu tun haben. Irgendwas, was sie vielleicht eingenommen haben. Übers Essen, Trinken, was weiß ich. Keine Ahnung. Da aerogene Verursacher damit ausgeschlossen sind, muss die Ansteckung also auf anderem Wege erfolgt sein. Wir benötigen weitere Informationen. Der Erreger dieser Krankheit muss an anderer Stelle zu finden sein. Nur wo? Sprechen wir mit den Kindern in der Stadt. Vielleicht könnten sie uns mit dem einen oder anderen Hinweis weiterhelfen. Okay. Also sind wir schon mal richtig Stelle in der Stadt Nachforschung an. Wir haben bis jetzt hier nur diesen einen kleinen Jungen hier. So, nämlich, ja. Hör mal, Arid, das ist wirklich schwer für dich, aber hast du eine Idee, was dein Papa krank gemacht haben könnte? Ja, da war etwas. Es gab ein riesiges Fest in der Nacht davor, zu Ehren des Phönix. Ich und Papa haben so viel gegessen, wie wir noch konnten. Mein Bauch war danach so dick wie noch nie. Also ging es vielleicht übers Essen rüber? Das klingt wirklich fantastisch. Denk wie nur ans Essen. Aber als wir dann zu Hause waren, habe ich gehört, wie Papa noch einmal nach draußen ging. Ich dachte, er wollte einen Nachschlag. Also den 6. oder 7. Aber warum hat er mich nicht mitgenommen? Da muss es passiert sein, was auch immer passiert ist. Das scheint mir recht wahrscheinlich. Versuchen wir, weitere Informationen über diese Feste zu sammeln. Dieses Fest. Was, ihr wollt gehen? Mit wem soll ich denn spielen? Vielleicht mit den anderen Kindern. Die sind doch alle noch da, oder? Die habe ich schon gefragt. Das Mädchen am Hügel der Tränen will immer nur mit Umid spielen. Das ist echt gemein. Das Mädchen am Hügel? Umid scheint sehr beliebt zu sein, nicht wahr? Vielleicht sollten wir diesem Mädchen einen Besuch abstatten. Ihr wollt also nicht mit mir spielen? Könnt ihr das Mädchen für mich fragen, wenn es nicht wieder so mürrisch aussieht? Ja, wollen wir mal gucken. So, wo müssen wir hin? Ah, wir müssen in den Nordosten der Stadt. Also es ist kein richtiges Dorf mehr. Eigentlich ist es schon mehr eine Stadt. Ich muss kurz Bildschirm. Ja, sieht gut aus. Alles klar. Gehen wir zu diesem komischen Hügel. Ah, okay. Das ist ein interessanter Hügel. Hügel der Tränen. Ja, alles klar. Sehr interessant gemacht. Kommen da Bienen raus? Ja, tatsächlich, Bienen. Verschwinden die auch mal wieder? Anscheinend nicht. So, wo sind die Hinweismünzen? Ich habe übrigens auch noch kein Rätsel gefunden. Hier ist schon mal eine. Ah, sind sie schon wieder draußen? Also drin, meine ich. So. Ach, da ist ein Rätsel. Dann können wir auch endlich diesen Part mit einem Rätsel abdecken. Schön. Schauen Sie, Professor, ein verstecktes Rätsel. Haha, wie wundervoll. Ein kleines Rätsel zwischendurch ist doch stets eine gelungene Abwechslung. Ja, ja, das mag wohl stimmen. Vor allen Dingen in diesem Spiel. So, Rätsel Nummer 82.
Wasserspaziergang 2, 40 Pikarat. Auf dem See schwimmen vereinzelte Eisschollen herum, die dick genug sind, um einen Menschen zu tragen. Beim Betreten einer Eisscholle beginnt diese in G-Richtung zu treiben, bis sie von etwas aufgehalten wird. Mache dir die Eisschollen und die kleinen Inseln zunutze und hilf dem Professor dabei, Aurora aufs Neue einzuholen. Ja, denn diese Art von Rätsel kennen wir bereits. Man erinnere sich, als wir damals noch Aurora gesucht haben. Na? Haben wir sie gefunden, haben wir auch gleichzeitig die Ruine gefunden, die sie eröffnet hat. In dem ihr alle Informationen über die fünf Orte stammen, wo diese Eier zu finden waren. So, ich habe jetzt mal gewechselt. Mal sehen, ob wir sowas finden können. Ich probiere was. So, das sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Ja, und mal sehen, wie ich das denn so mache. Kann ich... Ach ne, da könnte ich ja nur... Ach, das ist ja auch blöd. Ich könnte da irgendwie ran. Das geht ja anscheinend nicht. Nee, da, der ist in der Ecke. Ich glaube, ich bin... Dabei war ich immer so nah. Ich gucke gerade da oben, wie nah man an den dran sein kann. Das ist echt schön gemacht. Also oben auf dem Bildschirm, meine ich. Dann plötzlich verschwindet, also von Aurora. Ja, ich mache nochmal neu, ne? So, ab nach rechts. Wenn ich das hier mache... Vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht. So. Ah, ich weiß nicht wie. Ah, ich weiß. Ich sag mal, ah, ich weiß wie. Wenn ich so mache. Das sieht nicht schlecht aus. Ich muss einen Stopper finden. Aber so funktioniert das so? Theoretisch? Ja. Tatsächlich. Wenn ich jetzt nach links gehe, ihr wisst, wie es aussieht, dann bin ich bei Aurora. Alles klar. Ich habe also doch geschafft. Ich wollte extra diesen Stopper da hinsetzen, den ihr da links von Aurora gesehen habt. Und genauso hat es auch funktioniert. So. Hallo. Hier meine Lösung. Tada. Kein Rätsel. Ohne Lösung. Ja, das kennen wir schon. Gut gemacht. Auch wenn das Gehen auf dem Wasser nur ein Trick war. Die Eisrutscherei ist sicher auch nicht gerade die einfachste Methode der Fortbewegung. Da ist Aurora, seht ihr sie? Wie sie da auf dem Wasser steht? Eigentlich ist es ja Eis, aber man weiß es ja nicht so genau, ne? Na gut, das wäre schon mal geklärt. Ach, wie erfrischend. Ja, natürlich. Restliche Hinweismünzen? Zu suchen? Irgendwo? Schornstein? Haus? Ja, ist mit so einem langen Arm, kommen wir da ran. Kein Problem. Hier auf dem Hügel... Irgendwo? Hügel. Da fehlt noch eine dritte Hinweismünze. Die muss doch irgendwo sein. Da will ja keiner rauskommen. Ah, hier war sie. Alles klar. Dann können wir jetzt das Mädchen mal befragen. Die wieder ein Rätsel hat. Auch schön. Da wird dieser Part wohl ein bisschen länger. Umi, da bist du ja. Wo warst du? Es ist sehr unhöflich, ein Mädchen warten zu lassen. Weißt du das nicht? Tut mir leid, Mary. Aber ich hatte etwas Wichtiges zu tun. Schau mal, diese Leute wollen uns helfen, ein Heilmittel zu finden. Oh, das ist ja großartig. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass du dich ohne mich amüsierst, ich Dummerchen. Wie geht es denn den Erwachsenen? Ist schon jemand aufgewacht? Arits Vater hat versucht, sich die Nase zu kratzen, hat sie aber um einige Zentimeter verfehlt. Sonst gibt's nichts Neues. Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht hilft, wenn wir schöne Laternen für sie aufhängen. Kannst du mir dabei helfen? In Form eines Rätsels, na, ob sich das richtig lohnt, ich weiß ja nicht. So, Rätsel Nummer 81, Mondstelle 30 Pikarat. So, Mary will Laternen basteln und dies ist eine davon. Also dies ist eine davon. Sie besteht aus 8 Dreiecken, Glasplättchen, von denen nur 2 mit einem Symbol verziert wurden. Auf dem Touchscreen siehst du die Lampe nochmal nur aufgeklappt. Der Stern wurde bereits eingezeichnet. Hilf doch Umid und Professor Layton herauszufinden, auf welches Glasdreieck der Mond gehört, wenn sie die Laterne auf dem oberen Bildschirm nachbauen möchten. Das ist natürlich sehr interessant. Uiuiuiui. So, ich sehe das Ganze. Der Mond ist da. Quasi verkehrt rum. Vom Stern entfernt. Kann man das so sagen. Ich wechsle mal kurz den Bildschirm, denn diese Stelle hier ist wichtiger. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wo es ungefähr ist. Ich werde jetzt gleich definitiv einen Cut machen müssen, bevor die Videodatei zu Ende ist. Also, ich muss jetzt mit Hilfe meiner Notiz ausschließen können, welche Dreiecke davon betroffen sind. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Okay. Gut, aber erstmal mache ich einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder zu einer neuen Videodatei. Bis gleich.
So, meine Lieben, da bin ich wieder und jetzt wird es Zeit, das Rätsel zu lösen. Was wir auf jeden Fall schon mal ausschließen können, sind die Dreiecke, die an dem Stern grenzen. Die markiere ich jetzt mal grün, die kann ich vergessen. Es ist nämlich nur an sich genau das Dreieck, was in keinster Weise irgendwie eine Verbindung abbekommt. Es kann selbst sein, dass dieses Dreieck hier, wartet mal kurz, jetzt hält es an, mit dem, dem und dem verbunden ist, auch wenn es nur über dieses Kreuz geht. Versteht ihr das? Ich muss jetzt nur noch herausfinden, wie man, also die Struktur des Ganzen, das ist das Wichtige dabei. Es sind 8 Dreiecke insgesamt, das ist natürlich wichtig zu wissen. Und alle, die über das Kreuz, wie gesagt, verbunden sind, kann ich kann ich ausschließen. 1, 2, 3, warte mal kurz, 1, 2, 3, 4, 5 sind das schon mal. Das heißt, ich habe jetzt 4 markiert, ich kann auch einen weiteren dazufügen eigentlich. So. Die kann ich auf jeden Fall ausschließen, die hier unten. Das ist wieder so ein blödes Rätsel mit räumlichen Denken, das liegt mir eigentlich eher weniger. Wenn sich das mal so vorstellt, das ist diese Stelle, dann wird die dazugefügt, dann ist dieses Dreieck auf jeden Fall das, was hier oben aneckt. Diese Kante hier oben ist quasi die, die hier oben auftrifft, kann man sich vorstellen. Das heißt, diese hier, ich weiß jetzt, welche das ist die links daneben, die habe ich hier gerade oben. Und die müsste gerade... Ja, dann ist diese Stelle hier unten im Mond. Weil, ich sehe gerade hier oben, diese Stelle, ich habe die genau gefunden, die ist über das Kreuz mit dem Mond verbunden und über die Seite mit dem letzten fehlenden. Das ist nämlich der hier. Das heißt, da unten muss der Mond sein. So. Ja, das sieht sehr danach aus. So, wir können es auch gerne oben auf dem Bildschirm nochmal nachgehen. Die Stelle, die ich eben markiert habe, also die gerade so noch da anhängt, ist nämlich die hier. Und die war mit dem, mit 2 anderen Dreiecken, die ich noch nicht markiert habe, verbunden. Eine über die Kante. So. Nämlich diese Kante hier mit der hier und über das Kreuz mit dem Mond. Das ist genau dieses Dreieck, was man da unten rechts, unten links gesehen hat. Stellen wir meine Theorie auf die Probe. Alles klar. Eine prächtige Knobelei. Natürlich prächtig. Erleuchtend. Der Mond kommt nach ganz unten links. Welch schönes warmes Licht. Alles klar. So, ich muss kurz den Bildschirm wieder schieben. So ist gut, ja. Gut. Alles klar. Ach, und noch etwas. Oma hat im Schlaf etwas über den Phönix gemurmelt. Der Phönix ist wirklich wichtig. Oh, stimmt. Deine Oma hat den Phönix schon einmal gesehen, nicht wahr? Merys Großmutter ist die Tempelweise. Sie ist die klügste Person in der Stadt. Und sie kümmert sich um den Tempel im Norden. Dort könnten wir Hinweise finden. Möchten Sie sich dort einmal umsehen? Unbedingt. Möchtest du vorangehen? Alles klar. Das heißt, wir haben einen weiteren Weg zu erkunden. Und zwar gehen wir dann in den Nordwesten zum Tempel. Allerdings machen wir das erst im nächsten Part, dann erkunden wir den und mal sehen, was wir da über den Phönix herausfinden. Bis dann und auf Wiedersehen.